Wir wollen mit dem Schweizer Unihockey international erfolgreich sein. Und um erfolgreich zu sein, brauchen wir Spieler, die sich bestmöglich auf unsere Sportart konzentrieren können. Unsere Nationalspieler können das aber im Moment nicht. Sie können sich nicht optimal auf das Unihockey konzentrieren. Wer heute eine internationale Karriere anstrebt, der muss zum Teil einschneidende Kompromisse eingehen. Im Beruf, im Privatleben oder im Sport. Wir möchten unsere Athleten unterstützen, dass sie ihr Leben auf einen Leistungssport ausrichten können. Ohne, dass sie eben solche Kompromisse eingehen müssen. Leistungssport auf diesem Niveau, das vermag keine Kompromisse leiden. Unsere A- und U23-Nationalspieler können pro Jahr bis zu 130 Tage als Profis leben. Möglich ist das dank der Unterstützung der Schweizer Armee. Die Nationalspieler absolvieren diese 130 Tage im sogenannten Spitzensport-WK und sie oder ihre Arbeitgeber bekommen damit einen Erwerbsersatz und Sold. An ihren Profitagen können sich unsere Nationalspieler eben wie Profis verhalten. Das heisst, sie können trainieren, regenerieren, sie können an ihrer Physis oder ihrer Stocktechnik arbeiten, sie können mit Sportpsychologen zusammenarbeiten oder eben sich noch besser um ihre Ernährung kümmern. Das sind genauso Sachen, die eben zu kurz kommen, wenn sie unsere Nationalspieler nebenan noch 100% arbeiten. Das Angebot richtet sich primär an unsere militarisierten A- und U23 Nationalspieler. Militarisiert sein bedeutet, dass unsere Spieler eine RS gemacht haben müssen. Das ist eine Vorgabe der Armee. Und hinsichtlich der RS können wir aber ebenfalls eine spannende Perspektive bieten. Ab 2022 können wir mehrere Athleten pro Jahr in die Spitzensport-RS nach Macklingen schicken. Die Armee wird somit ein wesentlicher Faktor auf dem Athletenweg eines jungen Unihockeyspielers. Er kann im Rahmen dieser Spitzensport-RS 18 Wochen unter professionellsten Bedingungen trainieren und anschliessend kann er eben die 130 WK-Tage pro Jahr absolvieren und somit quasi als Halbprofi leben. Ja, das Angebot ist grundsätzlich nicht auf Männer beschränkt, im Gegenteil. Bei der Armee ist die Frauenförderung hoch im Kurs. Das Problem ist eben aktuell einfach, dass die Eintrittspforte eine absolvierte RS ist. Und meines Wissens ist aktuell noch keine von unseren Nationalspielerinnen militarisiert. Die Nationalspieler machen die Planung von ihren WK-Tagen individuell. Sie verhalten sich also quasi als Einzelsportler und entsprechend sollen sie auch vermehrt selber Verantwortung für ihre Leistungsentwicklung übernehmen. Die Vorgaben von der Armee sind, dass sie erstens immer 5 WK-Tage am Stück einplanen, dass sie an diesen WK-Tagen sportlich betreut sind. Das kann aber auch über einen Verein oder über ein regionales Leistungszentrum oder beim Athletiktrainer oder eben im Nationalteam sein. Und drittens dürfen sie an so einem WK-Tag nicht erwerbstätig sein, respektive studieren. Zur Unterstützung von unseren Nationalspielern, damit sie eben ihr Leben noch besser können auf einen Leistungssport ausrichten können, haben wir einen Athletenbetreuer in einem 50%-Pensum angestellt. Wir haben diese Stelle mit dem Matthias Hofbauer ideal besetzen. Der Matthias Hofbauer kann nach 23 Jahren Leistungssport und nach 194 Länderspielen unseren Nationalspielern sicher einiges mit auf ihren Weg geben. Ja, die ersten Spieler sind bereits gestartet und absolvieren ihre WK-Tage. Zum Beispiel der Nicola Bischofberger, der Manuel Engel oder Dan Hartmann. Wir sind uns bewusst, dass es noch viele Sachen gibt, die wir zuerst abklären müssen. Insbesondere müssen unsere Spieler natürlich mit ihren Arbeitgebern das Gespräch suchen und schauen, wie sie ihr Pensum reduzieren können. Zudem müssen sie und auch wir die sportliche Betreuung an diesen WK-Tagen sicherstellen. Wir und unsere Vereine unterstützen unsere Spieler dabei. Wir erhoffen uns, dass ein Grossteil der Spieler bis Ende Jahr mit ihren WK-Tagen anfängt. Und wenn wir ab nächsten Jahr die volle PS auf den Boden bringen, dann ist das ein ganz grosser Meilenstein für die Schweizer Unihockey. Nein, und das ist ganz wichtig, das Projekt hat kein Enddatum. Die Nationalspieler können und sollen langfristig planen. Das ist nicht zuletzt auch für unsere Nachwuchsspieler ganz wichtig. Sie haben jetzt eine Perspektive und werden Unihockey künftig zumindest halbprofessionell betreiben können.
Ja, ich wünsche mir, dass jeder Nationalspieler sein Umfeld so planen kann, damit er seine individuellen Potenzial entfalten kann. Ich bin überzeugt, dass unsere Nationalspieler die Chancen erkennen und wahrnehmen. Und auch wenn es am Anfang sicher noch eine grosse Portion Flexibilität und Mut braucht und das der eine oder andere noch aus seiner Komfortzone raus muss, aber genau dort wollen wir her. Und Veränderungen brauchen letztendlich immer eine grosse Portion Mut.